meine Freunde, heute haben wir, das ist erstmal die erste neue Folge Echte Stories. Natürlich, da habt ihr auch natürlich jetzt 3 Jährchen drauf gewartet. Und die neue Folge Echte Stories ist auch eine Premiere, weil es ist auf jeden Fall die erste echte Story mit einem Cut. Das heißt, hier gibt es einen Cut, ansonsten war das immer alles uncut und rough, genauso wie es sein muss. Aber heute ist eine Besonderheit, und zwar hat der Brudi da noch eine alte echte Story gefunden. Aus der Zeit 2017, wo ich ja 1994 schon Hoes & Bros gemacht habe. Also eine alte echte Story, die ich noch nicht veröffentlicht hatte. Mit dem Namen, was du morgen kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Ne? Was du heute kannst besorgen. Ah genau, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Und wie gesagt, die ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich habe da natürlich noch ein paar Infos im Nachgang auch noch dazu. Das heißt, jetzt viel Spaß erstmal mit der alten Folge. Ich werde mich gleich nochmal zu Wort melden. Holt schon mal eine Popcorn raus, es gibt auf jeden Fall viel zu lachen. Ja, seht selbst. Als ich damals nach Düsseldorf gekommen bin, bin ich mit so einem Mädel zusammengekommen, und die hat halt, und ich komme aus dieser Pennerzeit, und die hat halt für so einen Betreuungsdienst gearbeitet. So, aber auf selbstständigen Basis. Ne? Und dieser Betreuungsdienst, die 2 Chefs davon waren schwul. Ne? Nachname ist ja egal, ich sage es einfach mal so, wie die hießen, Uwe und Thomas. Alle beide auf jeden Fall schwul, stockschwul, und wohnen zusammen in einem Haus. Und die führen halt ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, irgendwie 100 Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter auf selbstständigen Basis betreuen dann halt so gesehen so psychisch kranke Menschen, ne, die überall sind. Der eine wohnt da zu Hause, da guckt man immer, da kriegt man Treuhandgeld, muss man denen immer gucken, ob man den Einkauf bringt und so weiter und so weiter. Und immer gucken, ob bei denen halt alles rund läuft. So, dann habe ich halt da auch die Idee gehabt, so habe ich so ja gesagt, ja, mach mir den Job doch auch klar. Ich hatte gar keinen Kohl, ich war ja Megaburg. Ich komme ja aus Stolberg, war ja Megapenner, ne? Aber ich sag, kannst du mir das nicht auch klar machen? Ja, auf jeden Fall habe ich mir das dann klar machen lassen und habe auch so gesehen, damit auch geschafft, wieder so gesehen im Leben halt zurückzukommen und finanziell wieder am Leben teilnehmen zu können. Ja, dann hat die halt irgendwie geklärt. War ja klar, ich bin halt dahin, und da die beiden ja eh gay waren, war ja klar, dass für mich halt leichtes Spiel war, war ja klar, die nehmen mich dann halt, ne? Ja, dann habe ich mich auch genommen, da musste ich mich auch immer oft irgendwie so zusammenreißen, weil man hat schon gemerkt, so, die waren immer schon krass am Geiern, wenn ich dann bei denen da hingekommen bin. Das hat mich dann auch schon immer abgefuckt halt, aber es ist halt eine andere Geschichte. Ja, dann habe ich den Job angefangen, ich habe halt so meine ersten Kunden bekommen. Und da ich ja so einer bin, mit Leuten, die mich kennen, ich war ein bisschen verpeilter, war ein bisschen gemütlicher und zu spät kommen und mit den Zeiten, so habe ich es halt nicht. Und ja, dann fing ich halt an. Und man muss halt immer dahin gehen, da muss man immer, wenn du deinen Job gemacht hast, du warst jetzt da, muss der Kunde halt immer unterschreiben, dass jetzt 1 Stunde da warst oder 2 Stunden. Bei manchen Kunden muss man einmal eine Woche oder zweimal eine Woche, für den einen nur einkaufen einmal eine Woche, für den einen nur einmal in 2 Wochen halt. Ja, ja, und dann fing das so an, weil die ja auch alle einen an der Waffel hatten, die ich halt betreut habe. Dann habe ich halt schnell gemerkt, dann habe ich auch gemerkt, eigentlich haben die auch selber gar keinen Bock darauf, dass ich bei denen vorbeikomme, ne? Dann habe ich gedacht, ja super, ich habe eh gar keine Zeit. Dann habe ich dann nachher so undercover, die anderen haben das nie geschafft, habe ich dann undercover mit und mit so hinbekommen, dass die Kunden selber schon gar nicht bewusst sind, dass ich einmal die Woche kommen muss, und habe denen das schon so eingetrichtert, als auf die Basis, ich komme mal, wenn ich halt kommen muss. Dem einen Kunden habe ich klar gemacht, wenn der Einkauf braucht, soll er mich einfach anrufen. Normalerweise soll ich 2-mal die Woche hin. Ja, und hat das doch so geklappt. Irgendwann war für den Kunden klar, ja, der kommt nicht fest, den muss ich halt anrufen, wenn ich keinen Einkauf mehr habe. Ja, und dann war das halt so, dass ich dann immer Ende des Monats, weil ich musste halt zum Beispiel bei dem einen Kunden 8-mal im Monat. Da war ich aber im Monat aber nur 2-mal bei dem. Habe ich halt so einen fetten Einkauf gemacht, den Einkauf hingepratscht, halt alles hingestellt, und Ende des Monats habe ich gesagt, ah, müssen wir noch ein paar Unterschriften hier nachholen, ne, hier von den ganzen Einkäufen und bla bla. Habe ich einfach mal so die 8 Tage eingetragen mit den ganzen Stunden. Habe dann, weiß ich immer noch, immer Ende des Monats, weil ich ja die Zettel fertig machen musste, weil ich halt so verpeilt bin und keinen Bock hatte, jedes Mal da irgendwie unterschreiben zu lassen, musste ich immer Ende des Monats, musste ich immer auf dem Boden liegen und hatte immer alle Zettel, da musste ich immer auf den Kalender immer gucken, ah, den einen Monat machst du immer montags, dann habe ich dann erstmal immer so auf diesen Stundenzettel, habe ich die Montage immer so Punkte hingemacht, dann habe ich dann eine Uhrzeit ausgesucht, zum Beispiel 12 bis 13 Uhr.
habe ich von über 12 bis 13 Uhr, dann habe ich den nächsten Zettel genommen. Habe ich gesagt, da war ja der Montag belegt, dann legen wir den einfach auf Dienstag. Dann habe ich bei dem immer Dienstag eingetragen und mal einen Punkt hingesetzt. Überall da Uhrzeit hingeschrieben, weil ich ja mehrere Kunden hatte, muss ich ja manchmal gucken, Dienstag, Montag, da ist noch ein bisschen was frei zum Beispiel. Dann habe ich da zum Beispiel 17 Uhr immer einen hingelegt, damit ich auf jeden Fall nicht, damit die Zeiten sich halt nicht überkreuzen. Da bin ich einfach zu denen hin und habe halt von denen einfach überall unterschreiben lassen. Die haben mir Montag geschrieben, war denen scheißegal, die gar nicht interessiert. Dann habe ich die Zettel halt immer abgegeben. Nur was bei mir das Besondere war, normalerweise mussten die Mitarbeiter immer zum Ende des Monats halt die Zettel abgeben und das hat sich dann so eingebürgert mit in 2 Jahren, 3 Jahren, dass einfach Standard war, dass ich einfach die Zettel immer zu spät bringe und die müssen ja selber, ich bringe denen meine Zettel, die müssen ja selber Rechnung schreiben zu den gerichtlichen Betreuern, damit die halt Geld überweisen, damit der mir das Geld überweisen kann. Das heißt, der will ja auch die Kohle haben, weil der verdient ja auch an mir. Und die waren mir immer hinterher und laufen wegen den Rechnungen. Und damit ihr nur mal seht, wie der Onkel Cashmo das schafft, so einen Betrieb durch den Wind zu bringen, haben wir jetzt was ganz Besonderes. Und zwar habe ich hier eine kleine Auswahl an Sprachnachrichten, die ich dann so jeden Monat, am Ende des Monats bekommen habe. Ich gehe die jetzt mal durch, die sind jetzt hier nicht alle fest geplant, aber ihr werdet schon hören, wie viel Spaß diese zwei Chefs da mit mir hatten, bis dann die letzte Nachricht kommt, zum Beispiel hier. Danke für deine 1000%ige Zusage. Deine Verlässlichkeit ist die Bombe, lieber Achim. Echt. Wann holst du die Sachen ab und wann bringst du die Sachen? Ich bin ab Nachmittag wieder... So, jetzt kommt die nächste. Sagt dir gleich final Bescheid. Absender Achim Welch, 17.07 Uhr. Wunschdenken, lieber Achim, wäre zwischen 9 und 10. Anders geht es nicht. Dann war wahrscheinlich schon 20 Uhr und ich habe denen gesagt, um 17 Uhr habe ich ihm wahrscheinlich eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, so, sag dir jetzt gleich final Bescheid. Und dann um 20 Uhr kommt dann dazu eine Nachricht. Hier, gehen wir mal weiter. Ja, pünktliche Abgabe ist bei dir ja eben Wunschtraum unsererseits. Entweder morgen vor 10 Uhr. So, jetzt wird jetzt immer spannender. Jeden Monat dasselbe. Warum hast du denn nicht auf die Kette gekriegt, der Silvia die Sachen mitzugeben? Ich verstehe das nicht. Echt, das ist Arbeitsbehinderung, was du mit uns machst. Jeden Monat. Einen schönen Tag noch. Nächste. Und Rechnung bitte mit Steuernummer, Herr Welch. Genau, Steuernummer haben die 3 Jahre von mir nicht bekommen. Die haben mich 3 Jahre gefragt, wir brauchen die Steuernummer. Ich habe nie eine Steuernummer abgegeben. So, egal, weiter geht's. Aber die haben es immer wieder überwiesen, weil die schwul waren und auf mich gestanden haben. So. Cashmo, heute ist der 13. Ich bin ab Sonntag weg und das ganz früh. Hab von dir noch keine Rechnung. Weiß 13. Nicht, was du für ein Hobby hast in der Beziehung. Okay, tschüss. Und viele Fragen sind auch nicht beantwortet, die ich dir gestellt habe. Ich habe das irgendwann so gemacht, wenn ich Sprachnachrichten bekommen habe oder Nachricht von ihm bekommen habe, habe ich schon gesehen, Uwe, Nachricht, da bin ich schon gar nicht mehr ins Chatfenster reingegangen bei WhatsApp, damit der gar nicht sieht, dass ich das gelesen habe. So, weiter geht's. Hallo Cashmo, wann gedenkt seine Eminenz dann mal die Einsatzbögen abzugeben? Ja, wir haben heute schon einen dritten. Deine und Silvias Zettel sind die einzigen, die fehlen. Das ist einfach jeden Monat dasselbe und jeden Monat scheiße. Ja. So, jetzt kommt der Knaller. Jetzt kommt der ganz berühmte Knaller. Eines Abends, weil die haben sich auch schon mal abends gerne einen über den Durst getrunken, haben die dann meiner damaligen Freundin, dann eine Sprachnachricht geschickt. Von mir haben sie es irgendwie nie getraut. Wenn ich ihn angerufen habe, sag, wie war das los, was ist das Problem? Dann immer so, nee, ist eigentlich alles gar kein Problem. Da waren die immer direkt wieder kusch. Aber bei der haben die immer... Undercover Sprachnachricht hingeschickt und die ist jetzt die beste. Man hört ganz klar raus, dass sie auf jeden Fall schon ganz gehörig einen im Tee haben und dass sie definitiv die Schnauze voll haben. Kleine Vorgeschichte, eine Voicemail davor hat der Chef zu meiner Freundin gesagt, wir haben dich ganz doll lieb, weil das hat ja nichts mit ihr zu tun, wie ich halt bin. Wir haben dich ganz doll lieb. Ja, und sein Freund, dem hat das aber nicht gepasst. Weil die waren jetzt beide blau und der muss wohl gesagt haben, ich hab die gar nicht lieb. Ich hasse alle beide. Und das war dann die Voicemail da drauf. Jetzt der Knaller. Der Knaller. Wurde mit dem Arsch vorbei. So, Thomas distanzierte sich von meiner letzten Nachricht, was Liebhaben angeht und überhaupt.
Und der Cashmo geht mir am Arsch vorbei. So. Ja, und der Cashmo geht ihm am Arsch vorbei. Mir irgendwo auch mittlerweile. Und wie gesagt, wenn die Sachen jetzt nicht eintreffen, kurzfristig und mit einem persönlichen Gespräch, dann kann der uns am Arsch lecken und dann gehen die Kunden weg. Ja, das möchte ich ja auch nochmal sagen, nicht böse sein, aber das wird dann so sein. Komm, wir gönnen uns doch nochmal das und das Cash mit dem Arsch vorbei. So, Thomas distanzierte sich von meiner letzten Nachricht, was Liebhaben angeht und überhaupt. Und der Cashmo geht mir am Arsch vorbei. Ja, und der Cashmo geht... Ja, und zur Anmerkung, guck, danach habe ich geschrieben, mir geht am Arsch vorbei. Ich habe immer Angriff ist beste Verteidigung gemacht. Dann habe ich eine Sprachnachricht direkt bekommen, so, nein, du bist ein super Mitarbeiter, auf dich ist halt immer Verlass und bla bla, wenn du wüsste. Ja, meine Freunde, da bin ich natürlich mal wieder. Das war natürlich noch nicht alles. Natürlich ging die Geschichte dann noch ein bisschen weiter. Und dann habe ich natürlich keine Mühen gescheut, euch dann doch noch mal ein paar Voicemails rauszusuchen, wie es dann noch so wirklich weiterging. Also wir haben es schon totgelacht, bevor wir jetzt überhaupt angefangen haben zu drehen. Viel Spaß. Das ist dann der weitere Verlauf der Voicemails bis zum Ende, bis zur Niederlegung der Arbeit durch den Betreuungsdienst. Die Wäsche ist immer noch nicht da. Aber wieso kannst du so scheiße sein? Aber wahrscheinlich willst du die Gardinen gleich mit dabei packen. Ihr macht ja an diesem Wochenende die Bude, hat Silvia mir gesagt. Das ist auch der einzige Entschuldigungsgrund. Ich guck mir das nicht mehr lange an, mein Lieber. Ich wünsche trotzdem ein schönes Wochenende. Ja. War auch den ganzen Tag unterwegs und im Einsatz, genau wie morgen. Okay. Nächste. Ja? Hör mal, du Sack, du bist doch jetzt nicht mehr bei Kunden. Das ist für die Kunden auch unzumutbar. Ja, du hast gesagt, du kommst nach den Kunden sofort und bringst die Klamotten. Echt, du kostest mich so viel Nerven wie kein anderer Mitarbeiter. Hallo, ich will die Rechnung schreiben. Was soll die Scheiße? Echt, es gibt keinen in unserem über 40-köpfigen Team, der mich mehr aufregt als du. Ich arsch mal kurz ab. Zack. Dann geht's natürlich direkt weiter. Hast du gestern schon versprochen? Das geht auf Dauer so nicht weiter, ja? Ich lasse mich mir nicht hier so teilweise meine Rechnungsschreibung und Steuergeschichten lahmlegen von dir, ja? Ansonsten, deine Frau, die ist oft genug Ferdinand Mettmann, dann kannst du ihr das auch mitgeben, dann kann die das hier vorbeibringen. Also völlig scheiße. Außerdem ist sie morgen auch da. Warum gibst du der Silvia das nicht mit? Das ist scheiße, echt. Ein bisschen mehr Verständnis erwarte ich von dir. Ach, ich brauche die Kurzberichte für die drei Leute. Warum reagierst du nicht? Ich find's unverschämt. Hallo Achim. Ach nee, ich wollte sagen, na du Behindi, warst du noch nicht mal in der Lage, deine Zettel der Silvia mitzugeben? Deren Zettel habe ich. Wenn du die Sachen bringst, sag früh genug Bescheid, dass ich die Obermann-Wäsche dir gebe. Oder ausstelle. Ja, aber ist ja illusorisch zu glauben, dass du heute tagsüber da dich mal aufraffst und deine Unterlagen bringst. Schade, dass das jeden Monat immer Stress ist. Tschüss. Alter, den Typen, den habe ich fertig gemacht. Ja, deine ganzen Versprechungen. Rechnung angekommen, inhaltlich richtig, designmäßig scheiße, Bankverbindung fehlt. Liebe Grüße, bin eine Woche weg. Wäsche kann trotzdem vor der Tür gestellt werden oder was weiß ich. Ciao. Der Zoll nutzt auch überhaupt nichts. Ich möchte die Sachen bitte bis 17 Uhr haben, wenn es geht. Ja? Du, ihr seid die Einzigen, wo wir jeden Monat das Theater haben. Und deine liebe Frau, die Silvia, ist heute in Mettmann. Warum gibst du ihr die Sachen nicht mit? Jetzt geht's natürlich aufs Ende zu. Nach 4 Millionen Voicemails hat er dann doch irgendwann mal die Schnauze voll. Nein,
Achim, was du hier eingeworfen hast und mit den Unterschriften. Keine Kassenbons, keine Wäsche und überhaupt. Ich denke, wir sollten uns zusammensetzen und uns dann relativ kurzfristig im beiderseitigen Einverständnis voneinander trennen. Bis morgen. Und natürlich lief die Trennung auch nicht so astrein. Da musste ich natürlich auch immer noch auf mich warten lassen. Ich möchte mit dir nur finanziell alles abschließen. Und deswegen brauche ich halt die Belege. Ansonsten wüsste ich nicht, was wir noch miteinander zu reden hätten. So, meine Freunde, da habt ihr mal gehört, der Brudi, der war da nicht immer so zuverlässig. Ne? Ich glaube auf jeden Fall, von grauen Haaren brauchen wir da natürlich nicht mehr zu sprechen bei dem lieben Herrn. Da reden wir wahrscheinlich eher von einer erfrühten Glatze, die dann ganz schnell das Haupt des Mannes dann eingeholt hat. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Also ich habe, wie gesagt, ungelogen, der Chat besteht aus 5000 Voicemails, in der ich nichts anderes gehört habe, wie scheiße ich eigentlich bin. Und jetzt im Nachhinein eigentlich sehr lustig, wenn man mal drüber nachdenkt, wie chaotisch das alles mal war. Und wenn man sieht jetzt, was ich dann jetzt hier so alles gerade tue und wie das alles funktioniert. Deswegen natürlich liebe Grüße an dich, Uwe, falls du das siehst. Ich hab dich ganz doll lieb, du weißt Bescheid. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ne? Und falls noch mal ein bisschen schlechtere Zeiten bei mir kommen sollten, vielleicht hast du ja einen Job frei für mich. Ne? Tschüss.